unterhalten nochmal über Themen, von denen wir denken, dass sie zwischen Grün und Linken nicht ganz identisch sind, nämlich auch nochmal um die ENBW und den Kauf der ENBW-Aktien und um Nachhaltigkeitsfragen. Also, Herr Lede-Abal, die Grünen haben keine Regierungskonstellation nach der Wahl ausgeschlossen, aber ihr Spitzenkandidat Winfried Kretschmann hat mehrfach erklärt, dass die Linke im Fall ihres Einzugs ins Parlament nicht zu seinen Wunschpartnern gehört. Wie sehen Sie das? Also ich kann jetzt meinem Onkel schlecht die Regierungspartnerschaft versagen, weil ich sonst zur Familienfeier nicht mehr eingeladen werde. Aber ganz grundsätzlich sehe ich einige Gemeinsamkeiten mit der Linken in der Schulpolitik, auch in der Sozialpolitik, auch zum Beispiel was das Entsendegesetz, also die Tariftreue von Unternehmen angeht. Bei anderen Punkten gibt es auf jeden Fall Differenzen, also zum Beispiel das 10 Milliarden Euro Investitionsprogramm, das die Linke fordert, müsste erstmal finanziert werden. Da sehen wir auf Landesebene jetzt keine direkten Möglichkeiten, wie das geschehen sollte. Also das wäre einfach, wir schließen es nicht aus, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir direkt sagen, das muss auf jeden Fall passieren. Herr Strassheit, von Ihnen aus gesehen, angenommen die Linke käme in den Landtag und Schwarz-Gelb erhielte keine Mehrheit, halten Sie eine Zusammenarbeit Ihrer Partei mit der SPD und den Grünen für denkbar? Eine Zusammenarbeit auf jeden Fall. Über Regierungskonstellationen bitte ich ein bisschen um Nachsicht für eine Partei, die noch nicht im Landtag ist. Könnte sie sich lächerlich machen, wenn sie da schon spekuliert. Aber wir sind auf jeden Fall der Auffassung, dass wir Überschneidungen haben, also bei Stuttgart 21 in Ökologiefragen haben wir starke Überschneidungen mit den Grünen, in der Sozialpolitik vielleicht wieder etwas stärker mit der SPD. Ich glaube aber, dass gerade bei so Fragen wie ENBW das schon interessant wird, weil wir natürlich dafür sind, dass Energie und Energiewirtschaft in öffentlicher Hand ist. So, nicht so, wie das der Mappus gemacht hat, indem er einfach zu überhöhten Preisen zurückgekauft hat, um Profite zu sichern, sondern im Sinne einer öffentlichen Bewirtschaftung. Und ich glaube, dass es ein Riesenfehler ist, wenn man viele, viele Forderungen aufstellt und nicht sagt, woher das Geld kommen soll. Und das Geld soll, wir sagen, woher das Geld kommen soll, wir sagen, dass zum Beispiel eine Millionärsteuer, ist hochgerechnet, für Baden-Württemberg im Bund 80 Milliarden, in Baden-Württemberg 10 Milliarden bringen könnte, für Bildungsinvestitionen, Firmenumsteuern in der Wirtschaft, für Fonds, die praktisch so weit finanzieren, wie das, was wir in der ersten Runde diskutiert haben. Da will ich nochmal geschwind nachhaken, alles, was Sie da jetzt sagen zur Finanzierung, da geht es um Bundesgesetze. Das ist richtig, dass eine Landesregierung in der mittelfristigen Finanzplanung nicht diese Mittel hat, ist klar. Wir wissen aber, dass der Mappus und die Landesregierung im Bundesrat nicht ganz einflusslos ist. Und die Partei, die da jetzt auch dekretiert in Stuttgart, in Berlin und in Brüssel übrigens auch, sehr einflussreich ist. Also deshalb glaube ich, dass eine Bundesinitiative da sehr wohl möglich ist. Und es ist natürlich eine Steuer, die zwar über die Bundesgesetzgebung erhoben würde, die aber den Ländern zugute kommt. Insofern ist es tatsächlich eine Auseinandersetzung, die wir insgesamt führen müssen, weil es handelt sich da insgesamt um die Frage, wie werden die Kommunen finanziert und wie werden die Aufgaben in den Kommunen finanziert. Wenn wir von gebührenfreier Bildung reden, müssen wir diese Finanzierung mit in Betracht ziehen. Und da ist das Land gefordert. Über die Gemeinsamkeiten haben Sie beide schon gesprochen. Ich bin immer interessiert an den Unterschieden. Da hat er mir ein Stichwort geliefert, ENBW. Wie sieht es bei den Grünen aus, der milliardenteure Deal mit ENBW? War das ein richtiger Schritt der Mappus-Regierung oder wie sehen Sie das? Also nach den Vorgängen jetzt wird man den Kauf des volkseigenen Betriebes ENBW nochmal sowieso prüfen müssen, weil bei dem Zuschnitt, den das Unternehmen hat, mit der starken Fokussierung auf die Atomenergie, ist auf Jahre hinaus ziemlich sicher, dass der Betrieb unverkäuflich ist. Es wird einfach kein Interesse daran geben, die ENBW zu kaufen von anderer Seite, das, was eigentlich die Landesregierung damit vorhatte. Ob
eine Landesregierung überhaupt das Geld hat, um den Strukturwandel bei der NBW in Richtung erneuerbare Energien zu veranlassen. Das sehe ich momentan nicht, vor allem auch, wenn jetzt auch die Einnahmen bei der NBW wegbrechen werden. Herr Strassmeier, die Linke hat zwar nicht das Verfahren beim Kauf der NBW,